Nun, da ich endlich meinen Paint auf Level 80 habe, wollte ich mal ein kurzes Video machen, wie das Level an sich war, wie mir die etwas veränderten Gebiete gefallen haben und so weiter. Also mein Plan mit Iron, der übrigens noch immer aktiv ist, läuft so: einen neuen Charakter erstellen und die Painter-Klasse wählen, den Charakter bis Level 80 leveln und jede Solo- und Gruppeninstanz machen. Kann jedoch einige Ausnahmen geben, weil ich nicht weiß, ob ich überhaupt irgendwo mitgenommen werde. Nun zu meinem Level-Erlebnis. Die ersten 30 Level habe ich im Duo gemacht, den Rest solo. Zum Optischen, was kann ich zu Poeta sagen? Es ist um so vieles kleiner gemacht und zugleich kann man sich auch noch frei hin und her teleportieren. Man sieht zwar weniger von Poeta, aber im Grunde spielt es keine Rolle. Die Map an sich ist sehr interessant überarbeitet, zwar nur kleine Änderungen wie dieser steinerne Torbogen, bevor man in den Wald geht, aber dies gibt dem Ganzen doch ein nettes Aussehen. Das gleiche gilt auch für Hyrum. Nette kleine Überarbeitungen, die dem Gebiet doch eine bessere Atmosphäre geben, während aber doch die Nostalgie und Erinnerung an das alte Hyrum bestehen bleiben. Wirklich sehr schön gemacht, meiner Meinung nach. Zum Kampf. Nun, jeder einzelne Mob bis ca. Level 50 ist ein One-Shot. Das Problem hiermit ist, dass du deine Fähigkeiten nicht wirklich testen kannst und somit dir auch nicht deine Fähigkeitsrotationen schon anlernen kannst. Ernsthaft, ich habe gejubelt, als der erste Mob einen Schuss überlebt hat und ich meine Kettenfähigkeit auf ihn einsetzen konnte. Mit Level 60 wird das Level dann etwas angenehmer. Die Mobs halten zumindest 4-5 Fähigkeiten aus, jedoch machen sie noch immer kaum Schaden an dir. Mit Level 17 fangen sie an, etwas Schaden zu machen. Für mich als Painter konnte ich mich trotzdem noch durchkämpfen, ohne Leben regenerieren zu müssen, bis ich mein Level abbekomme und mich dadurch heile. Sobald du nach Ingizion kommst, wird das Ganze sehr anders. Viele Mobs machen guten Schaden und du könntest sogar sterben, wenn du dir etwas zu viel vornimmst und mehrere Mobs pullst. So sollte das Level meiner Meinung nach die ganze Zeit sein, jedoch hat man nur die letzten 3-4 Level damit zu kämpfen. Zu Solo-Instanzen. Solo-Instanzen sind etwas seltsam. Die Mobs halten auch schon anfangs sehr viel aus, jedoch machen sie keinerlei Schaden an dir. Zum Beispiel den Feuertempel mit ca. Level 40 war das, denke ich, habe ich Solo gemacht. Ich habe zwar eine Weile gebraucht, weil die Mobs doch etwas tankig sind, jedoch machen die Mobs auch an dir so gut wie keinen Schaden. Und dies gilt für alle Solo-Instanzen bis Level 80, auch Udas Tempel ist keinerlei Ausnahme. Zur Regeneration. Regeneration wird anscheinend nie angepasst werden. Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, um mich zu heilen, war ein Level-Up. Die Tränke heilen gar nichts, Buff-Food für Regeneration hat auch keine Wirkung. Sich hinsetzen? Ja, viel Spaß beim 15 Minuten AFK sein, bis du voll regeneriert bist. Meine Wünsche wären, dass das Leveln an sich wieder zu einer Erfahrung wird und nicht zu einer Sache, die man einfach durchrusht. Dass man wieder mehr Named Mobs einfügt. Alleine schon der große Affe und Dino wären doch nice hier in Hyrum. Dass man wieder einige Titel für Quests bekommt. Es gibt keinen Tutti in Poeta, keinen Flitzfuß in Vertaron und so weiter. Das sind alles Dinge und Mobs, an die man sich noch lange danach erinnert. Als Zusammenfassung. Es ist etwas zu einfach, wenn alle Mobs ein One-Shot sind. Mir wäre es lieber, wenn die Mobs anfangs 3- bis 4-mal so viel Leben haben und wir dafür auch die 3- bis 4-fache Erfahrung erhalten. Auf diesem Weg könnten wir auch Kettenfähigkeit benutzen und Rotationen testen. Optisch gesehen ist es wirklich schön gemacht, da wirklich ein Lob an den See. Diese kleinen Änderungen im Gebiet machen durchaus einiges aus. Auch wenn ich mich da über einige Dinge etwas beschwere, sind es großteils nur Kleinigkeiten, die ich erwähne. Im Großen und Ganzen hatte ich jede Menge Spaß, mich bis Level 80 zu leveln. Jetzt? Naja. Nun mache ich mich auf den Weg, um die Endgame-Systeme zu lernen, zu verstehen und dann mein Gear zu sammeln. Es wird jede Menge Arbeit, aber ich mache mir da keinen Stress und spiele da locker und entspannt durch. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr gerne auf Twitch live dabei sein, zuschauen oder auch einem armen, rückkehrenden Veteran ohne Plan etwas helfen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ansonsten werde ich auch immer mal wieder hier auf YouTube über mein Iron-Erlebnis posten. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und naja, vielleicht sieht man sich ja mal in Iron oder in einem anderen Spiel. Wir sehen uns. Ciao.